Wenn man Frau Brigitta Mekic heute sieht, kann man kaum glauben, dass diese Frau einmal 150 Kilogramm gewogen hat. Mit eiserner Disziplin und einer Ernährungsumstellung hat sie es geschafft, abzunehmen. Meine Kollegin hat erstmal mit diesem Metabolik angefangen bei mir im Betrieb und dann meine Chefin. Und ich habe einfach gesehen, von Tag zu Tag oder Woche zu Woche, wie gut es den beiden ging. Ne? Und dann haben wir uns natürlich ausgetauscht und dann eines Tages haben die beiden dann eben beschlossen, mir das zu schenken. Die Ernährungsberaterin Frau Corinna Sandmüller-Thomas erstellte eigens auf die Bedürfnisse von Frau Mekic einen Ernährungsplan. So gelang es ihr, ihr Gewicht zu reduzieren. Jedoch waren beide Seiten zu Beginn skeptisch. Das war ja auch, als ich bei ihr war, als erste oder zweite Mal, ich passte ja in ihren Sofa. Also sie hat so einen Sessel, wo ich nur, also es ist ja für einer, der so übergewichtig ist, wie ich, dachte ich nur, scheiße, da passe ich nicht rein. Und sie hat in dem Moment, das hatte sie mir später mal gesagt, scheiße, hoffentlich passt sie da rein. Schnell zeigten sich die ersten Erfolge und Frau Mekic begann, ihre Kleidung enger zu nähen. Dass sie innerhalb eines Jahres 84 Kilogramm abnehmen wird, damit hatte niemand gerechnet. Gehofft, dass sie eben vielleicht unter die 100 komme und bin, wie gesagt, mehr als unter die 100 gekommen. Also da, ja, das war so dieses, dass ich das vielleicht erreiche. Nee, sagt, das wäre das erste Mal bei ihr eben einer, der so viel abgenommen hätte. Um ihr Gewicht zu halten, hält sich Frau Mekic weiterhin an ihren Ernährungsplan und treibt zusätzlich Sport. Durch ihre Gewichtsreduktion hat die Floristin ein neues Lebensgefühl entwickelt. Jetzt merke ich so für mich, man hat einfach mehr Freude am Leben und also so dieses, man ist einfach beweglicher und glücklicher. Ich kann nur für mich sagen, also so gut ging es mir schon lange nicht. Richtig glücklich.